Wir schreiben den 19. März 2021. Wir haben genau 17.06 Uhr und heute geht es mal wieder nach Hannover. Die letzten zwei Male, die ich in Hannover war, in den letzten 5 Wochen, in denen kein Vlog kam, habe ich nicht gefilmt, aus dem Grund, dass ich einfach hinten wieder zurückgefahren bin und das einfach nicht nennenswert interessant war. Heute fahre ich auch eigentlich nur hin und zurück, also am Sonntag zurück. Wir haben heute Freitag. Aber ich habe mich dafür entschieden, mal wieder einen Vlog zu machen, weil ich Lust habe und es heute dann doch vielleicht ein bisschen besonderser wird. Und es schneit Mitte März, das ist auf jeden Fall angenehm. Nicht? Ja, der Plan sieht vor, mit dem IC 1924 hier schon auf der Anzeige zu sehen, nach Würzburg. Im Zug befinden sich Darius und Julian, auch bekannt als Trainspotting NUE und Trainspotter Ingolstadt. Die sind schon seit München dabei und die fahren jetzt mit mir bis Würzburg. Und dann von Würzburg geht es dann noch im ICE weiter nach Hannover. Die beiden werden dann wahrscheinlich bis Kassel mitfahren noch. Und genau, ich hoffe auf eine reibungslose Fahrt. Der Twindex ist abgefahren und der Güterzug ist endlich weg. Ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass ich hoffe, dass die Fahrt reibungslos läuft. Anders als zum Beispiel vor 2 Wochen. Wer meine Instagram-Stories verfolgt, weiß, wovon ich rede. Und ja, ich hoffe, es ist einigermaßen unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Ich bin im Zug. Wir sind gerade schon ein Stück gefahren. Und man hört es vielleicht. Die Tür ist gestört. Es geht weiter.
angekommen in Hannover. Hier werde ich jetzt mein Wochenende verbringen, wollte ich sagen, bevor die Durchsage kam. Und dann werde ich übermorgen Abend über meine verhältnismäßig langweilige Rückfahrt berichten. Mal gucken, ob da was passieren wird, was ich nicht möchte. Werden wir sehen. Wir kommen noch ein LDV 401er. Genau. Ich melde mich dann übermorgen wieder. Wir haben jetzt 2 Tage später. Es ist genau 19.07 Uhr. Ich hatte ein schönes Wochenende hier in Hannover. Jetzt geht's nach Hause mit dem ICE 885. Ich hoffe natürlich, dass die Fahrt gut läuft. Und wenn sie gut läuft, werde ich hier auch nicht viel vloggen. Aus dem Grund, dass einfach jetzt eine direkte Fahrt von Hannover nach Nürnberg in voller Dunkelheit kein großes Vlog-Potenzial bietet. Weshalb ich auch die letzten 2 Fahrten her nicht gevloggt habe, weil einfach nichts Spannendes passiert ist. Also dachte ich zumindest von Anfang an. Sollte irgendwas passieren, was ich nicht hoffe, dann werde ich natürlich berichten. Und sonst spreche ich dann erst wieder in Nürnberg. Das mag jetzt ein bisschen langweilig klingen, aber ich kann versprechen, nächste Woche wird es dann wieder richtig spannend. Bei Osterferien, da werde ich mal wieder ein bisschen ausgefallenere Fahrten machen. Aber jetzt gilt es erstmal einfach nach Hause zu kommen. Der Zug steht schon da, eine halbe Stunde vor Abfahrt wegen Bauarbeiten. Bisschen komisch, aber ich will mich nicht beschweren. Genau, und jetzt im GZ 168 Greilsheim, der bringt mich jetzt nach Nürnberg. Und ein bisschen hell ist es auch noch. Man merkt, der Sommer kommt und das freut mich, weil es ist trotzdem noch ziemlich kalt. Und das ist nicht schön. Aber jetzt möge die Heimfahrt beginnen. Ich bin jetzt in Rot. Wie mehr oder weniger erwartet, war die Fahrt relativ ereignislos. Deshalb kam jetzt auch nichts mehr. Ich freue mich jetzt auf mein Bett. Morgen ist wieder Schule. Und dann ab nächster Woche habe ich Ferien. Da fahre ich dann Freitagnacht, so als kleiner Spoiler, wohin. Und ich denke, das wird einen coolen Vlog geben. Darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Und ja, die Fahrt war schön. Ich war jetzt noch in Nürnberg, habe ich mir was zu Abendessen geholt. Und jetzt geht's aber endlich nach Hause. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Vlog.